Ja, ihr seht hier noch ein Schaubild. Das habe ich unter Stochastik und dann unter Grundlagen einsortiert. Es geht da um relative Häufigkeiten. In der Playlist bedingter Wahrscheinlichkeit nehme ich das Video mit rein, auch wenn es hier noch nicht mit bedingter Wahrscheinlichkeit zu tun hat. Aber das Video würde ich als erstes gucken, weil das so eine Aufgabe war, die dann damit angefangen hat. Dann darf man nicht durcheinander kommen, weil man denkt, gerade ist das Hauptthema bedingte Wahrscheinlichkeit. So, dann war das halt eine Möglichkeit, wie man in die Aufgabe reinkommt. Und dann stand in der Aufgabe sowas wie, wir hatten hier Arbeiter, Unternehmer und Selbstständige. Und von den Arbeitern sind 40% mit ihrem Job zufrieden. Von den Unternehmern sind 90% zufrieden. Und dann stand da nicht von den Selbstständigen, sondern insgesamt. Insgesamt, bisschen geschmiert, sind, ich denke es mir aus jetzt, 56% zufrieden. Und ich kann nur empfehlen, die Playlist bedingte Wahrscheinlichkeit komplett zu gucken. Denn da habe ich verschiedenste Möglichkeiten, ob mit 4 oder 6 Feldertafeln, mit Baumdiagrammen, mit diesen Unterschieden, wann habe ich eine Komplettwahrscheinlichkeit, wann habe ich eine bedingte gegeben, wie kann ich mich da zum Endergebnis zaubern, immer mit Mathevokabel erkannt, Gefahr gebannt. Hier ist es jetzt so, ihr habt entweder einen Arbeiter, Unternehmer oder einen Selbstständigen, von denen gibt es jeweils eine Zufriedenheit oder Unzufriedenheit, ne? Also von denen zufrieden oder unzufrieden. Bei den ersten beiden Pfaden ist es dann relativ easy. Von den Arbeitern sind jetzt 40% zufrieden und damit 60 unzufrieden. Von den Unternehmern sind 90 zufrieden und 10% unzufrieden. Von den Selbstständigen haben wir keine Informationen, dafür aber die Gesamtzufriedenheit. Und das wäre dann der Zusammenhang, wenn ich jetzt hier entlang des Pfades multipliziere, also 11/20 mal 0,4, komme ich zur Wahrscheinlichkeit P von Arbeiter und zufrieden. Den hier brauche ich nicht, denn ich habe ja die Insgesamtwahrscheinlichkeit von Zufriedenen. Hier wäre es ja Arbeiter und unzufrieden. Also nehme ich mir Unternehmer und zufrieden. Unternehmer und zufrieden. Und selbstständig und zufrieden. Selbstständig und zufrieden. Und die addiert ergeben gleich die Gesamtwahrscheinlichkeit für zufrieden. Und wenn ich dann das Ergebnis habe, check, das hier habe, check, hier das mal nur das hier ist gesucht, hier einsetze und hier, ne, 0,56 habe, kann ich den fehlenden Wert bestimmen, damit habe ich dann auch den. Und kann weiterzaubern. Also, keine Panik, wenn man nicht der übliche Weg gegeben ist, packt die Vokabeln aus und alles ist eigentlich ganz easy.